Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, mit eurem Missara Jumper, es geht natürlich wieder mal weiter. Und wir haben ja im letzten Part den Friedhof abgefrühstückt, so sage ich das jetzt einfach mal. Und was möchte ich jetzt gerne machen? Wir können noch, bevor der Tag untergeht, möchte ich euch nämlich etwas zeigen. Damit wir das nicht vergessen, werde ich jetzt versuchen, schnell dahin zu kommen. Ich überlege echt, ob ich das jetzt schon mal machen sollte oder nicht. Ich weiß es allerdings nicht. Okay, die greifen uns tatsächlich nicht an. Doch, man hat es gerade gehört. Man hat gerade diese Schläge gehört. Die wurden doch aufmerksam auf uns. Und ich versuche euch das jetzt echt mal zu zeigen. Moment. Dafür müssen wir nämlich hier hin. Und da oben ist nämlich ein Herr, der wartet auf uns. Dafür brauchen wir nämlich eine bestimmte Maske, damit wir weiterkommen. Und zwar die Garus-Maske. Und dann müssen wir ihn anlabern. Was für eine hübsche Maske. Dies ist die Maske des Anführers der Ninjas, der eins von den Zinnen des verwunschenen Schlosses spähte. Damit sollte es möglich sein, die wandernden Geister seiner einzigen Gefolgschaft herbeizurufen. Vielleicht bist du in der Lage, jene irrenden Seelen zu retten. Richtig. Damit ihr mal seht, wie es aussieht. Durch ihn haben wir jetzt die Möglichkeit, aufgrund des kleinen Bäumchen, was er da für uns gepflanzt hat oder wie auch immer, mit dem Fanghaken hochzukommen, weil sonst kommt man da nämlich nicht hoch. So, hier gibt es halt überall Steine. Ich glaube, die waren sogar irrelevant. Ich meine, hier bekam man jetzt nirgendwo ein Herzteil oder so. Warum ich jetzt, fragt ihr euch sicherlich, schon mal hier hingehe, damit ich wenigstens, weil ich schon mal hier in der Nähe bin, das Lied bekomme, dass ich mich hier hinporten kann. Und das finde ich halt sehr, sehr wichtig, damit wir das uns nicht alles nochmal reinziehen müssen, wie ich da erstmal hingehe. Ikana Canyon. Natürlich ist jetzt alles ruhig, ne? Da Taya redet mit uns. Zwar kann ich nichts sehen, aber ich spüre den kalten Hauch des unsagbar Bösen, der uns umgibt. Hast du denn keine Maske, die das Ungesehene sichtbar macht? Das kann ich euch mal kurz demonstrieren. Das ist sehr cool. Sehr, sehr cool sogar. Das braucht man zum Beispiel, wenn man kein Lösungsbuch hat. Beziehungsweise, man könnte das Auge der Wahrheit verwenden, aber es funktioniert hier nicht. Weil er sagt, also weil Taya sagt ja, Maske. Meister, ihr habt gerufen. Was bist du? Damit könnt ihr die quasi triggern und gegen die kämpfen. Ihr müsst euch als würdig erweisen, indem ihr gewinnt. Unglaublich, du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Willst du das Tal von Ikana durchqueren, so ziele mit dem Pfeil, der frieren kann, auf die Bestien im Fluss. Es zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Zu sterben, ohne unseren Körper zu hinterlassen, das ist der Weg der Garo. Ja. Geil, ne? Dadurch kriegt ihr dann Hinweise. Und das finde ich richtig cool. Schade, dass es für mich jetzt nicht mehr so diese Wirkung hat, weil das musste man damals herausfinden. Wenn man halt nicht vorher weiß, wie man weiterkommt, etc. Wisst ihr, was ich meine? Nach Ikana, jenseits des Canyons. Vorsicht vor Octoroks. So. Man kann sich das natürlich denken. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht das Knurren meines Magens gehört. Ich hoffe, er stirbt nicht. Oh, Gott sei Dank. Wir müssen nämlich diese netten kleinen Viecher einfrieren, damit wir hier rüberkommen.
Ach, come on. Ist das dein Ernst? Wir müssen apropos aufpassen, weil hier die Strömung vom Fluss oder was auch immer kann richtig asozial werden, weil... Oh nein, schaffen wir das noch? Alter! Alter, wir haben es gerade... LOL. LOL, ist das dein Ernst? Och, das wäre so episch gewesen. Weil die Strömung vom Fluss, wenn wir da komplett durchschwimmen, fallen wir irgendwo runter. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo es war. Ich weiß es echt nicht mehr. Kann sein, dass wir sogar in Unruhstadt irgendwie rauskamen. Toll. Direkt erstmal hier gefailt. Aber ja, warum nicht? So. Soweit ich weiß, musste man... Ah, er ist schon aufgetaut. Apropos, da unten kann man auch rein. Das ist so eine Art Höhle. Da gehen wir aber erst viel, viel später rein. Glaubt mir, weil... Das kann schon ein bisschen übel werden. Ah, okay. Ich mag das irgendwie mit dem Fanghaken irgendwie, sich da so hochziehen zu müssen und so. Ich bin da voll der Fan von. So. Da haben wir sie. Die Eule. Ich habe die Eule gefunden. Wenn PK das nur sehen könnte. Ja, was machen wir jetzt? Ich werde euch etwas demonstrieren. Wobei, nee, das ist ja auch etwas mit den Sachen, wenn man es verkackt hat, ne? Dann werde ich das im Nachhinein reinschneiden. Dann werden wir das jetzt kurz machen. Ja. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir das jetzt machen. Oder wisst ihr was? Nee, machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir gleich. Ich werde jetzt erstmal das Geld zur Bank bringen. Die Zeit zurückspulen und dann gehe ich nochmal hier hin. So machen wir das. Tut mir leid, aber jetzt haben wir wenigstens schon mal diesen Portort. Also diesen Punkt. Und das ist schon mal sehr viel wert. Weil sonst hätten wir den doppelten Weg quasi gehen müssen. Also so ungefähr. So. Na, ich hoffe, ihr freut euch auf den Canyon. Ich weiß, der gute Mr. Rojump hat gesagt, wir werden noch erst Nebensachen erledigen, etc., etc. Ja, das stimmt. Ja, ich muss mal gucken, wie ich es am besten mache. Rubine einbezahlen, ja. Ja, da müssen wir auch noch jede Menge sparen, ne? Ja, 1515, naja. Haben wir noch irgendetwas, was ich brauchte oder irgendwie da irgendwas in der Richtung? Nee, wie es aussieht, nicht. Ah, doch. Ja, ich weiß mit dem Canyon. Ich weiß es wieder. Verdammt. Stimmt. Ah, das ist so fies. Das ist so fies. Da muss ich ja mehrere Sachen auf einmal machen wieder. Ja, komm. Machen wir. Egal, da müssen wir jetzt durch. Machen wir einfach so. Hatte ich eigentlich nicht vor, so viel zu machen, aber jetzt, wo es mir gerade bewusst geworden ist. Aber okay. Müssen wir durchziehen. Ich kann euch nur so viel versprechen. Werde ich jetzt gleich sagen. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Gut, die labert da uns kein Kotelett an die Backe. Was wollte ich noch gesagt haben? Verdammt, ich hab's vergessen. Ah, nee, doch. Doch. Wir brauchen wieder Rubine. Damit wir aber keine anderen verbrauchen, hole ich mir jetzt einfach die. Oder? Doch. Tatsache, wir brauchten Rubine.
Wir brauchten tatsächlich Rubine. Wir werden nämlich in diesem Part einen Mini-Dungeon absolvieren. Der ist vor diesem eigentlichen Canyon-Dungeon, sag ich jetzt einfach mal so. Und da ist es schon wichtig, dass wir das alles in einem vielleicht machen. Kommt aber drauf an, vielleicht mache ich einen Zweiteiler draus. Je nachdem, wie lange ich da brauche an der einen Stelle, weil die eine Stelle ist schon richtig asozial. Aber wenn ich das in einem Abwasch mache irgendwie, wäre schon cool. Aber ich glaube, dazu kommt es nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das Pulverfass jetzt mitnehmen soll oder nicht. Ich glaube eher nicht. Dann können wir die Rubine anders investieren? Nee, wir brauchen die. Wir brauchen die tatsächlich. Okay, wir müssen jetzt erstmal uns porten. Aber bevor ich das mache, die Zeit ein bisschen verlangsamen. So. Dann wollen wir mal. Denn wir müssen in den Wald. Und dort brauchen wir etwas, und zwar ein blaues Elixier. Ja, genau. Ich verwechsel die beiden Dinger immer. Ich denke, rechts kommt man zum Dungeon. Aber da ist man ja nicht beim Dungeon. Und deswegen muss ich gerade wieder umdenken. Oh, diese Stelle, ne? Keine Sorge, hier gibt es noch so ein Minispiel. Das müssen wir auch noch machen. Aber das geht erst, wenn der Sumpf, glaube ich, wieder okay ist. Oder wenn man die Alte gerettet hat. Das machen wir aber allerdings alles erst, wenn wir im Canyon auch schon gechillt haben. Weil da oben ist ein Herzteil. Und das holen wir uns dann quasi auch direkt mit. Deswegen nicht wundern, warum wir das jetzt nicht hier machen. Weil das macht jetzt erstmal keinen Sinn. Ach ja. Der Trank. Aber der blaue Trank ist wirklich ultra wichtig, weil ohne den kommt man nicht weiter. Ich hoffe, ich habe die Karte echt noch im Kopf gespeichert. Ich gucke jetzt auch nicht ins Lösungsbuch. Das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte selber gucken, ob ich das auf die Reihe kriege. Ich denke aber schon. Weil anhand der Sachen, die gesagt werden, denke ich mir mal, werden wir herausfinden, was wir da benötigen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich so, Alter, Horrorjumper, du redest wieder in Rätseln. Ja, irgendwo schon, aber irgendwie auch nicht. Weil ich will euch das nicht vorwegnehmen, aber ich zeige euch nur, wie man sich vorbereitet, damit man das nicht im Nachhinein machen muss, damit ihr euch das nicht irgendwie doppelt geben müsst. Hm, du mir folgen. So, ich habe jetzt wieder die Schweinemaske auf. Ja, es ist wie bei Saw. Ich werde den Affen jetzt gleich mitnehmen und dann spielen wir ein Spiel. Und zwar Bananen pflücken. Nein, Spaß. Der magische Pilz. Sein Aroma. Bringt Schweine zum Paaren. Lasst euch das jetzt auf der Zunge zergehen. Okay, gehen wir jetzt einfach mal hoch. Ich bin der Meinung, wir werden in diesem Part... ja, noch ein ganz geiles Item bekommen. Wenn alles so hinhaut, wie ich es gerne hätte. Und durch dieses Item kann man nämlich eine Abkürzung nehmen. Und deswegen glaube ich doch nicht, dass wir diesen Mini-Dungeon machen. Von der Zeit her auch, das ist dann auch wieder ein bisschen fies. Machen wir mal ein bisschen kürzer den Part. Willkommen! Meine Tränke wirken gut! Naja, ich muss mit der alten labern, ne? Naja, ist ja gut. Hier, komm, nimm. Ich will gar nicht wissen, was sie mit dem Pilz macht. Ja, warum konnte sie wohl keinen finden? Du musst die Schweinemaske aufhaben, damit du sie findest. Ja, du musst versaut sein. Ob wir wohl, wenn wir die Schweinemaske aufziehen, auch Pilze unter ihren Achseln finden?
Ich finde das einfach so witzig, ne? Das ist ein Endboss. Ja, aus einem Dungeon. Aus Ocarina of Time. Und sie ist einfach ganz normal hier. Das wiederum verstehe ich dann irgendwie nicht. Aber die können ja auch nicht sterben. Das haben die ja gesagt, ne? Stimmt. Ja, komm. Gib das geile Elixier. Oh, yes. Der geile Stoff. Das Beste vom Besten. So. Wir sind hier aber noch nicht fertig. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Nein, leider nicht. Apropos, hier gibt es auch so einen kleinen Mini-Dungeon. Den heben wir uns aber für später auf. Als, ja, so Zwischendurch-Ding. Wenn man zu viel irgendwie Herzteil-Gedöns gesammelt hat, dann kann man den machen. So würde ich das jetzt, ja, am liebsten machen. Okay, ich versuche den Weg des Dekus zu springen. Das sollte eigentlich sogar gehen. Wenn ich schon an diese eine Mission mit den Fröschen denke, ne? Ach ja. Einfach nur wunderschön. Apropos, was steht da eigentlich? Zum Dekopalast. Vorsicht vor den Octoroks. Okay. Ich muss sagen, das ist eigentlich schon so ein schönes Gebiet. Auch wenn das so ein Sumpf ist irgendwie. Hier haben wir nämlich noch einen Frosch. Ja, sie sind gut versteckt. Ja, ihr fragt euch sicherlich, wie kommt der Mr. Horror Jumper da jetzt vorbei, ne? Das geht doch eigentlich gar nicht. Ich hoffe, das funktioniert so, weil sonst müssen wir das anders machen. Aber ich glaube schon. Ja, es funktioniert. Sonst kann man es auch für Notfall, glaube ich, mit dem Zora machen. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Also so sehe ich das. Ah, verdammt. Ich habe doch nach hinten gedrückt. Ich wollte episch das Ganze blocken. Aber nein. Hier sieht man schon das ganze Gift. Alter, was war das denn für eine Framerate? So krass geladen. Oh mein Gott. Das ist auch mal was anderes, hier so herumzuhopsen. Das macht irgendwie sogar Spaß. Ich mag diesen Ort echt. Ja, du mir folgen ist okay. Oh, die Musik. Oh. So gut. Ja, ich weiß, ich muss mit euch kommunizieren. Auf eine andere Art und Weise. Dankeschön. Ich glaube, das war hier, ne? Ja, ich meine schon. Beim letzten Mal sind wir links gegangen und da haben wir dann das Herzteil bekommen. Ich glaube, hier, wenn wir Glück haben... Alter. Ist der die ganze Zeit dagegen gelaufen? Das ging mir gerade richtig auf die Nerven. Vor allem, weil ich Angst hatte, dass diese Deko-Kerle mich dann sehen. Oh, das kann richtig fies werden, weil der da in die Richtung geguckt hat. Habt ihr das gesehen? Oha, ich glaube, wir sind tatsächlich richtig. Ich verwechsel das ja immer hier mit rechts und links, wo man da am besten hingeht. Ich wollte schon sagen, haut der nicht ab? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ja. Oh mein Gott, es wäre so ekelhaft gewesen, wenn er mich jetzt gesehen hätte. Okay. Ihr fragt euch sicherlich, warum gehe ich jetzt hier hin, ne? Möchtest du noch ein paar Wundererbsen kaufen? Für 10 Rubine gibt's. Sind sie dein? Du hast Wundererbsen erhalten. Finde einen Flecken weicher Erde. Du kannst sie jederzeit einpflanzen. Aber wenn du sie nicht genießt, wachsen ihre Blätter nicht. Okay, wir haben eine. Wir brauchen, glaube ich, 5. Möchtest du ein paar Wundererbsen kaufen?
Ja, ich werde das jetzt nicht mehr vorlesen. Das sollte, glaube ich, reichen. Wir brauchen 5 Stück, Kollege. Wundererbsen Nummer 3. Komm, gib mir mehr. Gib mir den Stuff. Ich brauche das Wunder der Erbsen. Ja, wir haben 5 Stück. Ich glaube, das war auch nicht mehr. So, dann sind wir jetzt gerüstet. Oha, wir haben schon fast 21 Minuten rum. Krank. Okay. Dann werden wir den Part doch so gestalten, dass wir echt nur das hinter uns bringen, was wir hinter uns bringen sollen. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte jetzt noch den Weg hingehen müssen zum Ikana Canyon. Ich bin so froh, dass wir das vorher gemacht haben. Gut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass wir eine davon brauchten. Ich nehme sie einfach mal mit. Gab's hier nicht noch? Ah, da. Genau, wir brauchen nämlich Pfeile und den ganzen Kram. Bomben, okay. Naja, immerhin, ne? So. Hier gibt's noch eine gewisse Stelle. War das hier? Ja. Meister, ihr habt gerufen. Was bist du? Yes, in your face. Unglaublich, du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. An jedem Tag, alle 2 Minuten, verlässt ein Mädchen das Haus der Musik und geht zum ausgetrockneten Brunnen. Doch solange die Geister um das Haus ziehen, wagt sie es nicht, einen Fuß vor die Tür zu setzen. Es zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Zu sterben, ohne unsere Körper zu hinterlassen, das ist der Weg der Garo. Das ist auch so ein cooler Hinweis. So. Ja, ich mag diese Maske sogar immer mehr. So. Hier können wir nicht rein, weil... Ihr seht schon, Mumien. Ja, Mumien. Apropos, ich glaube, hier war das. Da war die Feenquelle. Ja, die dürfen wir nicht vergessen für später. Aber wir gehen ja eh noch nicht in den Dungeon und so. Da geht es im Übrigen zum Dungeon. Da können wir sowieso erstmal noch nicht hin. Da brauchen wir erst vorher etwas. Und da kann man gegen Geister kämpfen. Und wenn man schnell genug ist, kriegt man, glaube ich, ein Herzteil. Ja, ich meine, so war das. So, ihr werdet jetzt was merken. Passt auf. Was hast du im Königreich von Ikana zu suchen? Dieses Land gehört uns Geistern. Dies ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du. Oder willst du etwa in unsere Reihen wechseln? So soll es sein. So schlafe sanft zur Melodie der Schatten, die du, der große Komponist, nun anstimmen wird. Und sei willkommen im Reich der Toten. Ja, wie ihr seht, wir kriegen Schaden, aber wir haben ein Lied erlernt von unserem Freund Moll. Aber was ist das, dieses Lied?
Nein, 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 das kann nicht sein, dieses Lied. Moll, mein geliebter Bruder, vergib deinem närrischen Bruder, der davon träumte, das Königshaus könne wieder auferstehen. Du, der du die Toten nicht fürchtest. Durch das Lied meines Bruders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Dank gebührt dir. Wir Toten sollten nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick des Maskierten, der die Dinge in Aufruhr versetzte. Doch zeigst du wahrlich keine Furcht vor den Toten. So gehe zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluches, der uns so quält. So höre nun. Ich, der Einzige, der den Weg in den Tempel hinein kennt, werde dich zum König entsenden. Der König wartet in den Ruinen des Schlosses auf das Eintreffen des einen, der den Fluch brechen wird. So lautet meine letzte Bitte. Oh yes. Ja. Ich könnte eigentlich einen Zweiteiler draus machen, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, aber ich guck einfach mal. Ich glaube, wir kriegen jetzt sogar Energie. Okay, dann doch nicht. Schade. Echt schade. Aber cool. Ich feiere das total. Ich mag diesen Ort. Alles ist so wirklich so übergreifend irgendwie. Und ich mag das total. Deswegen... Es ist zwar schade, dass es nur 4 Dungeons quasi gibt, beziehungsweise 5 in Anführungsstrichen, aber das, ja, ich finde das jetzt nicht schlimm. So, man hört es ja, die Melodie ist jetzt da und die Mumien sind verschwunden. Apropos, war das hier? Ne, das war nicht hier. Ich glaube, das war da oben oder so, genau. Da war nämlich der Brunnen. Da müssen wir gleich hin. Da vorne seht ihr schon, das ist das kleine Mädchen. Wenn wir uns ihr nähern, dann verkriecht sie sich ganz schnell in ihrem Häuschen. Seht ihr? Deswegen
Alle 2 Minuten, hat er gesagt. Das heißt, wir müssen jetzt 2 Minuten chillen, okay? Und wir verstecken uns quasi hier. Ich hoffe nur, dass es uns nicht sieht, weil das ist das Ekelhafteste überhaupt. Da müssen wir uns nämlich beeilen. Tja, was kann ich euch in der Zeit erzählen, ne? Ich muss ja 2 Minuten rumkriegen. Aber Mr. Horror, aber das ist doch ein Leichtes für dich, ja? Ich weiß, das denke ich mir auch. ja, ich hatte, glaube ich, hatte ich erzählt, dass ich Nier Automata geholt habe? Game of the Edition, 28 Euro knapp. Retail, ja, Retail. Und, ja, hatte ich, glaube ich, erzählt, ne, in irgendeinem Part. Oder ist das der Part gewesen, den ich verworfen habe? Na, ich weiß es nicht mehr. Gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage. Egal, ich habe auch Asterix auf dem Super Nintendo. Ist auch angekommen. Wird auch irgendwann mal ein Projekt sein. Ja, ein paar Super Nintendo Klassiker. Ich habe auch noch ein paar Gamecube-Spiele. Ich werde da bestimmt so eine gute Mischung finden. Für mich ist es aber am wichtigsten, erstmal so Projekte durchzuballern. Wo ich auch sage, yo, das hat sich jetzt gelohnt. Ich weiß gar nicht, hat man das so gehört? Hört man das? Nee, hört man nicht. Ja, eine gute Mr. Horror Jump hat sich gekratzt. Ach ja. Da oben ist unser Tingel. Der Schlingel. Ich mag diese Musik. Ich fand das auch sehr mysteriös am Anfang, wo ich zum ersten Mal hier hinkam. Und man sieht ja nur quasi diese Mumien, die ganze Zeit da rumlaufen. Und man denkt sich so, was geht ab? Und man möchte dann halt wissen, was es damit auf sich hat und wie es da drin aussieht und wie kommt man da rein und so. Das ist schon ziemlich cool gemacht. So, wir haben gesehen, die Alte ist jetzt da rausgelaufen. Oder rausgegangen. Da vorne ist sie. Wenn man das sehen kann. Ich glaube, die geht jetzt, ja. Die geht tatsächlich jetzt da nach vorne. Das ist nämlich unser, ja, unsere Chance. Genau, weil die geht nämlich zum Brunnen, wie es schon gesagt wurde. Was sie genau da macht, keine Ahnung. Vielleicht kann ich das ja auch irgendwann mal zeigen. Musikhaus. Guck mal. Schon cool eingerichtet irgendwie. Ich mag das voll. Irgendwie hat das so... Ja, wie soll ich sagen? Sowas Christliches oder sowas in der Richtung. So. Aber auch irgendwie so mit Musik. Ich kann es nicht ganz beschreiben. Ist auf jeden Fall ziemlich gut gewählt. Und jetzt. So, dann wollen wir mal, ne? Vater? Vater! Pamela? Was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Du hast einen bösen Traum gehabt. Nur einen kleinen bösen Traum. Pamela. Du hast Gyptos-Maske erhalten. Einst saß dieses abstoßende Antlitz. Antlitz, so. auf dem Gesicht von Pamelas Vater. Diese Maske wirkt so echt, dass selbst ein Gypto dich für einen der seinen hält. Oh, ist das nicht rührend? Ich finde das so schön irgendwie. Vor allem damals, so wie das gewirkt hat. Guck mal. Womit er sich befasst hat. Entweder der Vater oder das Kind. Um zu gucken, wie kann ich da irgendwie was machen, beziehungsweise der hat die entweder studiert oder ich weiß nicht. Und der war hier drin eingeschlossen.
ein Teddy, der eingewickelt ist. Oh, ist das nicht süß? Sie hat sich um ihren Vater so gekümmert. Und ich kann euch sagen, das werde ich euch aber ein andermal zeigen, quasi in dem letzten Part, wo ich zeige, was alles negativ ist, zeige ich euch, wir hätten das Schwert ziehen können und dann wäre Pamela dazwischen gekommen und hätte uns rausgeworfen, weil wir den Vater nichts tun sollen. Aber wir haben ihn ja jetzt befreit. Und darauf muss man erstmal kommen. Damals das erste Mal, ich dachte, what the fuck, ich muss einen Menschen bekämpfen in diesem Spiel. Aber wir können sie nicht ansprechen, weil sie ja gerade so zu zweit sind. Das ist schon rührend. So, wir haben jetzt das, was wir brauchten, und zwar die Gypto-Maske. Damit können wir jetzt kommunizieren mit unseren Kollegen, die uns die ganze Zeit da herum am Schwirren waren, um dieses kleine Häuschen von der guten Pamela. Ja, so sah Pamela Anderson aus, bevor sie zu dem wurde, was sie heutzutage ist. Nein, Spaß. Oha, oha, habt ihr es gehört? Meister, ihr habt gerufen. Was bist du? Bäm! Weg mit dir. Unglaublich, du bist mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Die Brunnen am Hügel und im inneren Garten des Schlosses von Ikana sind miteinander verbunden. Es zu glauben oder nicht, liegt nur bei dir. Zu sterben, ohne unsere Körper zu hinterlassen, das ist der Weg der Garo. Ich glaube, das waren alle. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gab, die uns Tipps gaben. Aber ich finde das schon ziemlich cool. Kann sein, dass hier vielleicht noch einer kam. Ja, das können wir immer noch nicht verwenden. Die Dinger muss ich jetzt auch nicht alle anlabern, ganz ehrlich. Ich glaube, so viele Hinweise geben die jetzt einem auch nicht. Ausgetrockneter Brunnen. Aufgrund diverser Geistererscheinungen ist der Zutritt untersagt. Geil, oder? Der Brunnen. Ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht ein Thumbnail draus mache oder so. Ich weiß es noch nicht. Oh yes, es kann losgehen. Aber Mr. Horrorjumper, der Part ist doch dann schon viel zu lang. Einerseits ja. Und ich glaube, der wird auch zu lang. Ich glaube, dann werde ich den Part hier beenden. Dann mache ich doch noch einen. Dann wird es doch ein Zweiteiler, es tut mir leid. Aber ich glaube, das wird sonst wirklich den Rahmen sprengen. Es kann locker noch so 15 bis 20 Minuten dauern. Das heißt, der andere wird ein bisschen kürzer. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. So, dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt The Legend of Zelda Majora's Mask. Ihr wisst Bescheid, haut rein.